Herzlich willkommen, meine lieben Leute, bei diesem wunderbar beschissenen Wetter in der Klingelstraße in Dortmund bei der JP Performance Tuning Auto Werkstatt AG Kommerzgesellschaft. Egal, wir bewegen uns im Thema Umwelt. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für uns alle und deswegen präsentieren wir heute mal dieses Kraft. Niggas get it and they fall off. It's cause they all soft. Nigga like me started at the car wash. Der Audi e-tron, wenn ich den mal kurz aufmache, ist auf jeden Fall... Oh, das war nicht der Aufmacher. Okay. Ja, auf jeden Fall e-tron. Ich zeige euch gleich, was das Auto alles kann, nachdem ich den Kofferraum geschlossen habe. So, jetzt habe ich das Auto auch mal aufgeschlossen bekommen. Das erste geile Highlight ist, meine Freunde, dass, wenn ich hier den Motor mit Kieler starte, der Sitz sollte sich eigentlich normal einstellen, aber... Ja, du saßt ja auch schon drin und er ist auf dich eingestellt. Das kann sein. Na gut, dann startet die Fahrt. Dann startet die Fahrt. Also, wir füllen das mal von der Seite, weil er verschiebt sich beim... Warte. Er verschiebt sich, wenn ich die Tür zumache. So, wir starten das Kfz und er fährt smooth ran. Ja, jedenfalls für euch da draußen, ich bin super gespannt, weil ich noch nie e-tron gefahren bin. Für alle, die es nicht wissen, e-tron heißt Elektrik. Wir fahren hier mit einem voll elektrischen Auto. Mach mal die Luke aus, sonst haben wir GEMA-Probleme. Okay. Ich habe mich jetzt aber schon dreimal gewundert, warum der nicht startet, aber es ist ja gar kein Sound im Auto. Okay. Machen Sie bitte die Fahrertür zu. Hinterfahrer, Beifahrertür. So, es geht los. Hört auf das Geräusch. Diesen Motorsound. Was ist denn das? Achso, ich muss den Gang einstellen. Oh. So, alles klar. Original hier, das hat jetzt Audi geändert. Und zwar hat er nicht mehr diese Vollschaltwippen, sondern nur noch diese Seitenwippen. Was ich nicht schlecht finde. So, es geht los. Wow. Das Geilste ist, ich habe schon von vielen Leuten gehört, E-Fahren ist das geilste Fahren überhaupt, weil du kriegst das Feedback sofort. Es ist nicht wie ein Benziner oder Diesel, der erst auf Drehzahl kommen muss, sondern du bekommst das Feedback sofort. Und ich habe ihn vorhin, als ich das Auto geholt habe, habe ich ihn noch nicht getreten. Aber meine lieben Freunde, das machen wir jetzt gleich in diesem Moment und ich bin sehr gespannt. Warte. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein Stück frei. Und ach, da vorne sind Menschen, aber das ist egal. Ma, okay, erste Kickdown. Müssen aber runter, damit wir das auf dem Tacho sehen, wie schnell das hier abgeht. Wir sind innerorts, ich will das nicht zeigen. Okay, wir sind nicht innerorts, wir sind auf einer abgesperrten Straße und es geht los. Und wir sind bei 100. Ihr habt ja die Sekunden gesehen. Auf jeden Fall, das macht Spaß. Das ist geil, das ist Fahren. Das ist die Zukunft, das sage ich jetzt schon. Die Zukunft! Und warum sind wir heute noch mit dem Auto unterwegs? Zum Thema Umwelt natürlich gehört ein gut vermarktetes Video und dadurch, dass ich das selber nebenbei mit meiner Crew hier mache, werden wir heute noch einen geilen Aftermovie präsentieren. Crew, seid ihr bereit? Yo! Hey! Genau das wollte ich hören. Aber wir holen uns erstmal noch ein bisschen Stärkung, darum geht es jetzt mit Vollgas zu Netto. Ja! Also, wir sind gerade angekommen in der Location und natürlich braucht ein Carporn was Underground, Need for Speed Underground mäßig ist. Also, jetzt habe ich hier Angst, dass ich mir gleich die erste Beule hier irgendwo reinfahre. So, ihr hört den geilen Sound, wie der rührt. Wie das hier durch die Halle hallt. Hört mal. Man hört fast das Vögelgezwitscher von draußen, so schön ist das. So. Oh, geil, dieser Sound. Das ist so geil, wenn man ein E-Auto fährt. Gerade in der Tiefgarage. So. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie wir da am besten durchkommen. Ich würde aber sagen, am besten von hier. Ja, warte, lass mich mal aufsteigen. Wollt ihr nochmal Kickdown im Leerlauf hören? Warte, ich geh nach hinten, da ist Vetter. Ja. Geil, oder? Shit, Alter. Warte, mach mal.
Guck mal, bis an hier einen so. So. Habt ihr gesehen, wie cool der Sitz da hinten gefahren ist? Auf jeden Fall hier, wie man sieht, der e-tron spart Energie, wo er kann. Da oben gibt es Fußbodenbeleuchtung, einfach damit es cool ist. Und ja, wie ihr seht, wir haben hier kein großes Set aufgebaut. Wir brauchen nicht viel für einen Carporn. Und deshalb zeigen wir jetzt euch mal, wie geil das aussehen kann, wenn man nur ein paar fleißige Helfer hat, die was drauf haben. Und einen guten Cutter. Fertig mit dem Videodreh und viele haben von euch beim letzten Video gefragt, was eigentlich hier unter der Haube stecken könnte. Das zeige ich euch jetzt. Wir gucken uns alle mal jetzt den Motor an. Wie sieht eigentlich ein Motor vom Elektromotor aus? Die Bedienung für... Warte mal. Bei mir ist das... Ja... Was macht er denn? Nee, warte mal, hier ist es nicht. Wo ist genau? Geht's? Das ist jetzt die eine Haube. Wo geht die Haube auf? Wo geht die Haube auf? Hm, also hier geht's nicht auf. Hier auch nicht. Hier unten ist ein Fach, aber... Oh, warte mal, doch. Nee. Wo geht die... Warte mal, hier, schau. Oh ja, oh ja. Und jetzt... Baby, jetzt zeig mal, was du kannst. Richtig die Pfoten klemme, habe ich Angst. Hier ist auch was. Ja. Ich mach mal. Oh, das ist ja spektakulärer als erwartet. Wir sehen ja einen unglaublichen. Ja, man sieht eigentlich gar nichts. Ich bin froh, dass man hier überhaupt noch das Wischwasser einfüllen kann in diesen Motor. Auf jeden Fall, so sieht ein Elektromotor aus. Hier fasse ich mal am besten nicht an, weil nicht, dass gleich die Lichter hier überall ausgehen für uns alle. Jupp, das sieht gut aus. So. Ey, das ist so geil, Alter. So geil. So, jetzt habe ich aber auch ein bisschen Angst. Ich habe ja schon herausgefunden, wo dieser Pieper angeht. Aber das sieht gut aus, ja. In Dortmund gibt es da deutlich schwierige Parkhäuser. So. Ich gehe mal kurz das Parkticket bezahlen. Ihr könnt mal drunter kommentieren, was ihr denkt. Wir waren jetzt hier für 3 Stunden. Oh, da kommt ein Bund. Hier noch bezahlen darf für 3 Stunden Parken. Ich sage 2,50 €. Aber guck mal, der Fuchs zählt mit 7 Minuten später und dann wäre das hier auch anders gewesen. So. Guck mal, hast du schon mal so eine saubere Euro-Münze gesehen? Naja, so sauber ist sie auch nicht. So, Leute, das war es jetzt aber wirklich. Wir haben gerade im Auto nochmal diskutiert, wie sich JP Performance verabschiedet. Und ich habe keine Ahnung. Darum haltet einfach eure Schnauze. Muss ich mal filmen. Ich habe jetzt Motorhaube nicht richtig zu. Habe ich gesagt, du brauchst nicht mehr filmen? Scheiße. Mann, 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 Mann.
So, also, wollen wir das Auto jetzt zurückbringen? Ah ne, du wolltest ja noch ein paar Bilder machen, ja? Ja. Oh, was machen wir jetzt? Das ist ja eh alles dunkel draußen. Ich fahre erstmal Richtung Autobahn und... Klingt gut. Dann könnten wir die Hütte nochmal voll ausfahren und gucken, was da geht. 200 ist abgeriegelt. Steht das irgendwo? Nee, weiß ich. Okay, naja, mal gucken. Das machen wir noch auf jeden Fall. Auch in der Kurve hier, ne? Also ja, okay. Und das ist auch ein bisschen feucht, also nicht drei, zu viel Gas. 3, 2, 1. Das war alles. Das 160. 180. Ah, jetzt schwächelt er. 200. Ja, der gibt geht noch mehr. Ja. Der presst schon ordentlich. Das ist schon. Im Gegensatz zu deinem Smart.